Ich habe hier kein Konzept, ja, weil ich weiß, was ich sagen möchte. Und ich möchte mal anfangen mit etwas, was natürlich mein Kernthema ist. Es geht natürlich um, wie Medien funktionieren und warum Medien, auch heute ist hier wieder ein Reporter, warum Medien so kritisch uns gegenüber sind. Ja, und ich bin ja selbst Medienmann. Ich möchte an dieser Stelle den Kollegen Tolstoi zitieren. Der hat nämlich, der ist ja ein Putin-Versteher, der ist schon tot, aber er sprach ja Russisch. Der hat nämlich gesagt, es lässt sich selbst das, also selbst das dem Dümmsten lässt sich das Komplizierteste beibringen, wenn der noch keine Ahnung davon hat. Hingegen lässt sich selbst das Einfachste dem Klügsten nicht vermitteln, wenn der bereits vorher weiß, um was es geht. So, darüber habe ich lange nachgedacht. Wenn also ein Halbintellektueller mit einem Vorurteil kommt, den kriegst du praktisch nicht gewuppt. Ja? Während jemand, der gar keine Ahnung davon hat, den kannst du vielleicht auch leichter reinlegen, aber er hat dieses gesunde Bauchgefühl und hört dir zu und sagt, was an dem, was der Kollege sagt, stimmt denn. Was wir von den bei den Montagsmahnwachen lernen können, ist, dass zum Beispiel jemand wie Lars Meerholz, der ja bis dato Veranstalter war und Fallschirmspringer, dass der sich auf eine Bühne stellt, hat mir gesagt, das wäre wesentlich aufregender, als aus den 4000 Meter zu steigen, und sich hinstellt und einfach über Dinge spricht. Er muss nicht die perfekten Lösungen dafür haben, aber er traut sich auf die Bühne zu stellen und sagen, das und das und das, das verstehe ich nicht, das sehe ich anders. Und das ist erstmal ein Wagnis, weil er macht sich angreifbar. Und in dem Moment, wo das ein Orthonormalbürger tut, ist es ein Signal aller anderen Orthonormalbürger, dass das nämlich geht. Der entscheidende Punkt bei den Mahnwachen ist, dass Menschen Courage in sich selber entdecken und auf die Bühne gehen. Dass ich das mache, ist klar, ist mein Job. Aber dass ihr das macht, dass ihr euch angreifbar macht, weil ihr auch an die Bühne geht, auch spricht, das ist der entscheidende Punkt. Ihr müsst aufhören, eure Angst zu verlieren, was die anderen sagen. Vergesst, was die anderen sagen. Ja? Hört auf das, was ihr sagt, und guckt dann, was es für eine Reaktion hat. Deswegen ein Applaus an Lars und auch alle, die hier sind. Es geht um euch, die ganz normalen Menschen. So, ich möchte... Das ist das, was ich gelernt habe bei diesen Mahnwachen. Die meisten von uns sind natürlich in ihrem Beruf, ja, oder in der Familie oder wo auch immer, angstgesteuert. Sie überlegen sich ganz genau, wenn sie etwas sagen wollen, ob sie das vor ihrem Nachbarn so sagen können. Und wenn sie merken, da stoßen sie irgendwie auf Grenzen und jemand fragt ihnen, was soll das, dann halten sie mit ihrer Meinung hinter dem Berg. Und die Mahnwachen, ja, sind ein Zeichen für euch, das eben nicht zu tun. Ich meine, die meisten von uns haben vielleicht jetzt ein bisschen mehr, aber vorher hatten sie überhaupt keine Ahnung von Geldpolitik, ja. Und jetzt fangen sie an, sich mit Geldpolitik auseinanderzusetzen. Und da muss man sich doch die Frage stellen, oder nicht die Frage nicht gefallen lassen von der Presse, wieso beschäftigst du dich denn jetzt mit Geldpolitik, sondern wieso habe ich mich all die Jahre nicht mit Geldpolitik beschäftigt? Ich meine, ich habe es jeden Tag. Und ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich habe das Wort Giralgeld erst vor 4 Wochen gehört. Warum ist das so? Warum spricht man nicht über Geld? Und wenn Leute sagen, spreche nicht über Geld, solltet ihr über Geld sprechen, Freunde. Ja? Ihr solltet jetzt über Geld sprechen. Ja? Oder wenn Leute sagen, mach das Fernsehen an, dann wird ja dauernd falsch über mich berichtet, dann ist es ein Zeichen, mach das Fernsehen nicht mehr an, mach es aus, zieh den Stecker raus und verkauf das Gerät. Ja? Du brauchst dann diese Art von Fernsehen nicht. Aber trotzdem, ich habe neulich wieder jemand gehört, der sich über die Presse aufregt. Ich habe das hier gesehen, Spiegel TV. Und da habe ich gesagt, dann guckst du also RTL. Es lief so nebenher. Wie kann denn RTL nebenher laufen? Ja, ganz ehrlich, wer hat von euch noch einen Fernseher und schaut so Fernsehen, so um zur Ablenkung, um sich ein bisschen zu chillen, so wegzukiffen? Wer macht das noch? Gibt es noch Leute, die einen Fernseher haben? Die wenigen noch? Sehr schön, sehr löblich. In Berlin sind die Hände weiter oben. Also, das Gerät weglassen. Die wirklich guten Sendungen, die es hier noch gibt, ja, auch bei Dreisat, auch bei Arte, kommen ja über YouTube sowieso an euch. Ihr müsst ihr solltet in Bildung investieren, indem ihr einfach die Kernthemen, die hier angerissen werden, indem ihr euch da selber schlau macht. Natürlich ist es so, dass man, wenn man sich mit Geldpolitik beschäftigt, wenn man über die FED redet, da soll man auch über die EZB reden, dass das so komplexe Themen sind, dass dann relativ schnell einfache Lösungen angeboten werden. Aber das Problem bei allen Problemen, die wir heute haben, dass die meisten von uns schon von Problemen gehört haben, aber in etwas sehr, sehr gut sind. Sie sind nämlich passiv. Ne? Die meisten sind passiv, und das ist auch die Aufgabe von Regierungen und Parteien. Ich meine, ihr wart wählen, ihr habt euch das Ergebnis angeschaut, wir haben da einen Post zu veröffentlicht, nämlich ganz viele sind Gewinner, noch mehr sind Verlierer, total überraschend, Parteien sollen es reißen und viele sind enttäuscht. Aber es tut sich ja nicht etwas. Parteien sind meiner Meinung nach Andockstationen für Lobbyisten, das wissen auch viele. TTIP wird vorher und nachher und weiter verhandelt, völlig egal, wer dort drin sitzt. Und wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr auf die Straße gehen. Und das ist meine Erkenntnis in Berlin: Du kannst Blogs schreiben, du kannst auf Mahnwachen gehen, du kannst bei Facebook darüber diskutieren. Die einzige Sprache, die Regierende, ja, als Pressesprecher der Industrie versteht, ist, wenn ihr massenhaft auf die Straße geht. Weil dann wissen die, es gibt euch, ihr seid da. Ihr müsst da sein, ja? Ihr müsst präsent sein. So, und für mich ist es so, ich war vorher auch nicht auf vielen Mahnwachen. Ich war einmal bei einer Monsanto-Demonstration, und da habe ich mir die Frage gestellt, nachdem ich mit Petram Chaya von Attac zusammengekommen bin, warum denn die Aktivitäten von Attac, ja, über viele Jahre, warum das denn an mir vorbeigegangen ist. Vielleicht hat Attac nicht die richtige Sprache gesprochen, um mich zu erreichen.
Das ist dann mein Fehler oder deren Fehler, ist ja auch ganz egal. Aber wenn man es mal geschafft hat, dass man Leute erreicht, und ich schreibe ja auch sehr viele Sachen, aber wenn man auf Bühnen steht und vielleicht eine etwas einfachere Sprache spricht mit Emotionen, wenn man dann Leute erreicht, dann sollte man das doch nicht immer nur analysieren. Warum ist das denn jetzt so? Dann sollte man sich darüber freuen, dass man Leute erreicht, und dann sollte man sich anschauen, ob man ein Kollektiv bilden kann. Und was wir bei diesen Mahnwachen sehen können, ist, dass es eben Mahnwachen in 60 Städten in Deutschland gibt, auch in mehreren in Österreich, auch in der Schweiz. Wir haben hier einen gemeinsamen deutschsprachigen Raum, und das ist ein Anfang. Ja? Freunde, das ist doch ein Anfang. Ja? Und wie das jetzt weitergeht, das weiß ich noch nicht. Ja? So, aber das ist für mich der erste Anfang, und ich versuche an diesem Anfang dran zu bleiben. Und es gibt viele Leute, die sagen, daraus wird bestimmt nichts. Nicht mit diesen abtörenden Argumenten kommen. Wenn du möchtest, dass das besser wird, dann geh doch da nicht mehr weg. Ja? Wir müssen erstmal versuchen, mit dieser Mahnwache bis zur WM zu kommen. Ja? Und dann die WM zu überleben. Und wir sehen das, es gibt hier keine Nationalflaggen. Und viele haben uns vorgeworfen, wir wären irgendwie deutsch-national oder national unterwegs, totaler Bullshit. Aber dieselben Leute haben kein Problem, wenn in 4 Wochen alle irgendwelche deutschen Nationalflaggen durch die Gegend wehen, weil Fußball stattfindet. Dann ist das ein völlig normales Gefühl. Lasst euch da nicht kirre machen. Das Gefühl, was ihr habt, dass ihr hierher kommt, ja, und euch unterhaltet und auch anderen zuhört, dieses Gefühl stammt ja von etwas, dass ihr sagt, irgendetwas läuft nicht nur in diesem Land, auch in Deutschland, in der Schweiz, in ganz Europa läuft schief. Und es gibt eine Schieflage. Und die Schieflage ist, dass es einigen sehr, sehr gut geht und immer mehr ganz, ganz nicht richtig gut, sondern richtig schlecht. Und wenn ihr dieses gesunde Gefühl habt, also einen Instinkt habt, dann lasst euch doch nicht erklären, dass ihr pervers seid oder rechts. Ihr habt einfach einen Instinkt, ihr habt ein Bauchgefühl, und dem solltet ihr nachgeben. Das ist der entscheidende Punkt. Ihr solltet dem nachgeben und nicht sagen, ich muss das jetzt erklären. Ja? Ich bin empathisch. Ihr müsst euch eigentlich die Frage stellen, wie konnte es sein, dass das, was ihr auch in Wien gesehen habt, zum Beispiel an Verarmung, dass ihr das so lange ausgeblendet habt. Aber dann nicht gleich, oh Mann, ich habe jetzt so lange das ausgeblendet. Ja, aber jetzt blendest du es nicht mehr aus. Und jetzt solltest du anfangen, dir die Frage zu stellen, ist das nötig? Hat diese Stadt wirklich kein Geld, um diesen Menschen nicht eine Chance zu geben? Ja? Und diese Probleme sind überall. Ich kann nur an euch appellieren, etwas zu machen, was Regierungen gar nicht mögen. Ihr sollt euch einmischen. Ihr sollt euch einmischen, permanent einmischen. Regierungen sind so ein bisschen wie Eltern, die legen euch immer die Klamotten raus. Ja? Aber ihr wohnt nicht mehr zu Hause. Ihr wohnt nicht mehr zu Hause. Und wenn ihr jetzt nach Hause kommt, dann habt ihr vielleicht auch schon Eltern, wie so wie meine Mutter mit 50, die sagt dann immer noch, hier, wie bist du denn angezogen, ist das nicht zu kalt? Und dann mache ich mit ihr kein Fass auf, sage ich, ja Mutter, super. Aber dann sage ich auch ein paar Sachen, die sie hören will. Aber in grundsätzlichen Fragen sind wir uns einig, in anderen sind wir uns nicht einig. Aber ich würde nicht anfangen, nur noch zu lügen bei meiner Mutter, sondern ich würde sagen, hör zu Mutter, das ist so, das bleibt so, ich bin dein Sohn, aber ich bin erwachsen. Und ihr seid Bürger, ihr seid wahlberechtigt, aber ihr müsst euch als Erwachsene verstehen. Und Wahlen, ich habe ja auch gesagt, ich gehe nicht zu dieser Europawahl. Ich bin auch nicht hingegangen, ich habe über das Flugfeld abgestimmt, und das Flugfeld bleibt ein freies Feld, es wird nicht gebaut, Freunde, ja? Das ist Volksentscheid, ja? Ihr müsst euch als das begreifen, was ihr seid, nämlich freie Bürger, die frei entscheiden können, und wenn ihr kein Vertrauen mehr habt in diese Demokratie, ja, dann ist das ja nicht von ungefähr gekommen. Und jeder hat zu mir gesagt, dieses Beispiel mit den Vögeln zum Beispiel, nicht alles kann demokratisch entschieden werden, ja, die Zugvögel, die wählen nicht demokratisch, dass sie nach Afrika fliegen, die fliegen dahin und fliegen zurück. Das war ein Jonathan Mese-Zitat, Freunde, ja? Man muss doch den bekanntesten deutschen Künstler, der in Bayreuth inszeniert, den muss man doch kennen. Aber wenn dann irgendwie die linke Presse diesen Mann nicht kennt, dann ist das so, wie wenn man sagt, ich zitiere Einstein und dann werde ich, den kenne ich gar nicht, aber ich studiere Physik. Ja? Also diese Leute sind nicht glaubwürdig. Irgendein Zitat nehmen, das rausnehmen und das dann verdrehen und sagen, was hat er wohl damit gemeint? Wenn ihr das, was ich zum Beispiel sage, und ich möchte eigentlich euch nur irritieren, ja? Wenn ihr das anders seht, dann ist es doch recht. Das ist doch recht. Aber ich möchte, dass es nicht nur bleibt, dass es anders sieht, sondern dass ihr eine Alternative lebt. Darum geht es. Warum bin ich nicht wählen gegangen? Für mich sind Parteien Andockstationen für Lobbyisten. Die wesentlichen Dinge werden in Brüssel hinter den Kulissen entschieden. Auch TTIP wird hinter den Kulissen entschieden. Und man muss sich nicht die Frage stellen, wie viel man davon verhindern kann. Man muss sich die Frage stellen, wie es so weit kommen konnte, dass in einem Rechtsstaat so Schiedsgerichte eingebaut werden können, wo dann die Industrie Vorgaben macht und dann guckt der Politiker noch, was er davon retten kann. Das ist ja gar keine Demokratie. Ich möchte nicht die Demokratie abschaffen. Ich bin auch nicht demokratiemüde. Ich würde die Demokratie gerne anschaffen. Aber es ist gar keine Demokratie. Ja? Sondern da wird ständig in Hinterzimmern entschieden, ja? Da wird ständig in Raute gemacht, und das ist dann eben so, und dann vielleicht sprechen wir gleich mal dieses Wort gemeinsam. Ich ziehe euch ein auf drei, dieses Alternativlos. Es ist dann 2, 3. Alternativlos. Und wer an der Spitze einer Pyramide steht, also vorgibt, der Schlauste zu sein, von dem erwarte ich, dass er Alternativen kennt, weil er hat ja den Überblick. Und wenn er da oben nicht den Überblick hat, dann ist er alternativlos. Ja? Das ist dann nicht so, dass es keine Alternativen gibt. Er kennt sich schon, aber er darf sie vielleicht nicht nennen. Und was sind es für Leute, die da oben stehen und die Alternativen nicht nennen dürfen? Deswegen holt die Politiker raus aus diesen Informationen, aus diesen Machtpyramiden, holt sie raus aus diesen Firmen. Ihr müsst diesen falschen Respekt ablegen. Ihr habt vor den falschen Leuten Respekt und sagt, das können wir doch nicht machen, wenn das alle machen. Macht es doch alle! Ja? Ein bisschen Anarchie!
ein bisschen Anarchie. Und ich kann da nur mit Stefan Hessel immer wieder antworten. Stefan Hessel ist sicherlich ja bekannt, hat ja zwei wesentliche Bücher geschrieben, außer seiner Biografie, und war auch ja Aktivist. Der hat ja, und die Menschenrechtscharta hat er mitgeschrieben, der hat gesagt, ein Buch geschrieben, das heißt Empört euch. Und Empörung ist auch wichtig, ja, Zorn ist auch wichtig, aber es reicht halt nicht. Das zweite Buch, auch ein schmales, hieß einfach, engagiert euch. Es reicht nicht, wenn ihr euch nur empört, ihr müsst euch auch engagieren. Und die Frage, die mir oft von Journalisten gestellt wird, ja, Ken, du kritisierst zu viel, so diffus und so, und was ist denn jetzt die Lösung? Und da sage ich immer wieder, Rudi Dutschke, ja, es nützt nichts, wenn der Einzelne Antworten gibt, solange die gesellschaftspolitische Bewusstlosigkeit nicht überwunden ist. Und es hat auch gar keinen Wert, wenn für ein Problem, was ich erkannt habe, ich eine Lösung anbiete, weil das ist möglicherweise die falsche Lösung oder eine Lösung für mein Problem. Es gibt viele Probleme, die wir nur gemeinsam lösen können. Ich weiß das nicht, aber wir müssen das gemeinsam erarbeiten. Ich setze mich gar nicht den Hut auf. Ich strebe kein politisches Amt an. Ich appelliere an die Basis, helft uns, mir gemeinsam Probleme zu lösen, die da sind. Es gibt Probleme da. Ja? Und ich glaube, was man sagen kann, und ist das jetzt populistisch, diese Welt wird ungerechter. Ich meine, aktuelle Zahlen von Oxfam, 85 Menschen auf diesem Globus, ja, besitzen so viel wie 3,5 Milliarden. Und wer dann daran nicht erkennt, dass an diesem System, sage ich mal, etwas nachjustiert werden könnte, der hat auch einen Dachschaden. Ja? Also wenn 85 Leute so viel besitzen wie 3,5 Milliarden, dann stimmt doch was nicht, ja? Und was ich wiederholt gesagt habe, dieses System, ja, an dem wir alle teilhaben, wo viele von uns versuchen eben nach oben zu rutschen, das machen eben auch die Parteien, die versuchen in diesem System nach oben zu rutschen. Die linken Parteien sind im Grunde auch rechte Parteien, weil sie wollen eine Evolution des Systems, sie wollen keine Revolution, sie wollen nur in der Pyramide nach oben kommen, sie wollen das ungerechte System ein wenig weniger ungerecht machen, aber es bleibt ungerecht. Das System ist kacke, ja, und wenn du dieses System abschaffen willst, dann musst du etwas Neues wagen. Und ich rate dazu, Folgendes zu machen. Man kann natürlich seine gesamte Energie in den Kampf gegen das System stecken. Dann ist man gegen das System. Und ich bin gar nicht gegen das System. Ich bin für ein anderes System. Ich verschwende meine Energie nicht mehr, indem ich gegen das System kämpfe. Ich versuche, eine Alternative zu leben und sage, es geht. Es geht. Es geht doch gar nicht. Doch, es geht. So. Und wenn das viele Leute machen würden, ja, weil das ist die Energie, die du hast, ja, wenn du diese Energie in eine Alternative stecken würdest, dann ist es ein bisschen so, wie wenn dann die nächste Generation sagt, ich kenne nur ich kenne nur die neue Version. Was ist denn die alte Version? Ja, es gibt viele Leute, die kennen nur Red Bull, die wissen gar nicht, was Coca-Cola ist. Ja? Es gibt viele Leute, die wissen nicht, dass Telefone früher ein Kabel hatten, weil die kennen nur Handys. Die kennen nur mit WLAN. Also das geht ja auch wahnsinnig schnell. Und wenn wir alle ein bisschen Gas geben, wird der Wandel sehr, sehr schnell gehen. Und dann heißt es, weißt du noch früher, wir waren Jahrzehnte, Jahrhunderte fremdbestimmt und es ging eben nicht. Und dann haben es einige einfach gemacht. Genau. Und diejenigen, die heute sagen, dass das alles gar nicht geht, die werden dann die großen Aufmacher schreiben und da bist du dann Coverboy, da steht die neue Hoffnung, ja? Vergesst das, kauft auch diesen ganzen Quatsch nicht mehr, ihr braucht das nicht. Also ihr müsst, das was hier in Europa passiert, das ist ja ein Prozess, der schon in anderen Ländern auch vorangeschritten ist, weil das Elend dort größer ist, ihr müsst das als etwas erkennen, es ist ein kollektives Erwachen. Wenn man so viele Internetrechner zusammenschließt und die eben vernetzt, dann entsteht dort eine Art von kollektivem Bewusstsein. Ja? Und dieses kollektive Bewusstsein hilft euch nämlich festzustellen, dass der auf der anderen Seite, der angeblich der Feind ist, dass der auf ähnlichen Gadgets kommuniziert, dass der ähnliche Frauen oder Männer mag, ähnliche Musik hört, dass ihr miteinander könnt. Und wenn man euch zum Beispiel aktuell einredet, dass der Russe ein komischer Vogel ist, dann müsst ihr euch die Frage stellen, wie viele Russen kennt ihr persönlich? Und wenn es zu wenig sind, dann frage ich euch, warum kennt ihr mehr Amerikaner, wo ihr über einen großen Teich müsst, und weniger von den Russen, das sind eure Nachbarn. Dann müsst ihr rüberfahren zu den Russen und sagen, ich habe gehört, du bist komisch, aber du bist nur anders, finde ich super. Ja? Fahrt rüber zu den Russen, umarmt den Russen, trinkt mit den Russen oder trinkt hier mit ihm und lasst euch nicht aufhetzen, dass in den Medien über, und lasst nicht über Menschen schlecht sprechen, die ihr nur aus den Medien kennt. Ihr könnt an diesen Medien wirklich über euch erkennen, wie einfach es ist, Menschen falsch darzustellen. Und deswegen lasst euch niemals verführen, für eine gerechte Sache Bomben auf Menschen abzufeuern, die ihr nicht kennt. Macht das auf gar keinen Fall. Ja? So. Ich meine, ich habe den Krieg jetzt als nicht wirklich erlebt. Ich war in Kriegsgebieten auch als Reporter und da wurde auch schon mal scharf geschossen. Das ist aber was anderes, als wenn du in einer Stadt wie Homs lebst mit deiner Familie und da werden Bomben abgeworfen. Und es gibt aber leider kein Krankenhaus mehr, was dich verarztet. Ja? Ich lehne das ab und man muss auch genau analysieren, wann Deutschland zum Beispiel da reingekommen ist. Ja? Deutschland ist in den Krieg eingestiegen oder auch vom deutschen Boden wurde wieder Krieg möglich, als die SPD mit den Grünen dabei war. Es war ein Joschka Fischer, der gesagt hat, wir müssen nach Jugoslawien, um ein neues Auschwitz zu verhindern. Dann wurde dort NATO-Bomber. Dann kam es zu Flüchtlingswellen und dann hatten die wenigen gesagt, da sind Flüchtlingswellen, aber erst nach den Bombardements. Wir müssen jetzt unbedingt helfen wegen den Flüchtlingswellen, die sie selbst erzeugt haben. Das heißt, man hat es über einen linken Hebel versucht, uns in einen Krieg zu bringen. Und Krieg ist immer rechts.
Krieg ist immer rechts, weil rechts bedeutet, das Kapital ja, zu verteidigen und zwar über Leichen geht. Und links für mich bedeutet, politisch sehe ich es anders, links bedeutet, aufzustehen gegen Unrecht. Couragiert zu sein und zwar sich für Leute einzusetzen, die das selbst nicht mehr können. Das ist wirklich links, okay? So, und wenn irgendjemand das dann halblinks, neorechts nennt, verstehe ich es nicht. Ich versuche noch die aktuelle Wahl hier in Europa zu verstehen. Da hat ja laut Presse ein Rechtsruck stattgefunden. Da gibt es auch rechte Parteien in Frankreich zum Beispiel, wo man sich Sorgen machen muss. Ja, ich weiß. 10 Minuten schon rum? Okay. Nein, und man muss in diesem Rechtsruck auch etwas verstehen. Die Leute, die diese rechten Parteien gewählt haben, wollen in Wirklichkeit linke Dinge. Sie erkennen nämlich, dass etwas ungerecht ist und geben dann ihre Stimme einer Partei, die man später als recht sieht. Aber sie wollen eigentlich linke Dinge. Sie wollen eine fairere Verteilung. Ob das der richtige Weg ist, wage ich zu bezweifeln. Aber da haben wir Rechte und Linke und bringen die gegeneinander auf. Und das ist dieses Teile und Herrsche. Wir erleben im Moment in Europa, dass Amerikaner mit Russen über deutschsprachiges Europa verhandelt. Das heißt, wir machen einen Boykott gegen Russen, der nur Deutsche oder auch hier Österreicher betrifft. Die Amerikaner ist es scheißegal. Und wenn wir kein Gas mehr aus Russland kaufen, die also kaputt machen, kommt sofort der Amerikaner und bringt uns das Gas. Was soll das werden? Wir sollen uns wieder an die hochbewaffnete Brust der Amerikaner werfen. Aber eben nicht der Amerikaner, sondern der amerikanischen Rüstungsindustrie. Das ist nicht dasselbe, ja? Und deswegen, wenn ihr das auch in eurer Presse lest, müsst ihr das hinterfragen. Aber es reicht nicht, das zu hinterfragen. Geht doch mal zu diesen Gazetten, schreibt den E-Mails, chattet die zu und postet eure Meinung auf deren Portale. Und das haben wir erreicht. Wir haben mit dieser Bewegung erreicht, dass wir wahrgenommen werden als die Verrückten. Ja? Sind wir alle verrückt? Ja! Sind wir alle Hippies? Ja? Wir haben eine andere Meinung als die veröffentlichte Meinung. Und das ist Regen. Ja? Das ist gut und deswegen würde ich euch bitten, ja, ihr braucht keine Ratschläge wirklich aus Deutschland, aber vielleicht schaffen wir es mal eine Verbundenheit erst einmal im deutschsprachigen Raum hinzubekommen, dass wir eine riesige Demo machen in Wien oder in Zürich oder in Berlin und eine Verbundenheit schaffen, dass wir nämlich sagen, wir haben es satt, dass man uns aufhetzen will gegen Menschen, denen es schlechter geht als uns. Dagegen müssen wir aufstehen, ja. Und das machen wir einfach nicht, ja. Und ich bin hier in die Stadt gefahren und habe auch was Tolles gesehen. Da wird gerade Werbung gemacht für euer Heer, ne? Die Bundeswehr, ne? Wird Werbung gemacht, ja? In Berlin gibt es eine tolle Kampagne, keine Angst vor Uniform, ja? Das habe ich meinem Großvater vorgelesen, der hat fast das Gebiss auf dem Gesicht gefallen, ja? Es ist Wahnsinn. Also geht dort nicht hin und ich soll euch auch Folgendes sagen, von Soldaten, mit denen ich hier wirklich in Kontakt stehe, niemand hasst den Krieg mehr als der Soldat, weil der muss ihn kämpfen. Und die Soldaten haben auch keinen Bock mehr darauf, weil der Soldateneid, den sie geschworen haben, nämlich ihr Land zu verteidigen, der wird total gebrochen, wenn sie in fremden Ländern fremde Völker einfach angreifen müssen. Das wollen die auch nicht. Holt eure Jungs und Mädels einfach mal nach Hause. Die haben dort nichts verloren. Ja? Und wenn das schon bis zu den Soldaten durchgedrungen ist, ja, dann sollte das auch zu euch durchdringen. Und deswegen, weil was wir auch filmen, was wir zeigen, ich glaube auch an den Militärbasen, ist das eine Art von Solidarität, die die Leute verstehen. Die sehen nämlich, dass wenn sie nach Hause kommen, ihr nicht zu ihnen sagt, du feiges Schwein, was machst du denn hier, sondern willkommen hier, du hast am Hindukusch gar nichts verloren. Ja? Du hast in der Ukraine auch gar nichts verloren, auf Russen schießen, mach das nicht. Holt die Jungs nach Hause und ich kann den Soldaten nur sagen, die das jetzt sehen. Hier sind sehr viele Leute, die würden sich sehr freuen, wenn du als Soldat nach Österreich zurückkämest. Ja? Als auf irgendjemanden zu schießen. Mein finaler Appell, weil meine Zeit ist abgelaufen, ist, ihr seid jetzt in einem Wachzustand. Überprüft das, was die Medien sagen. Sucht euch alternativen Medien, sucht euch Alternativen in den etablierten Medien und bleibt da dran. Ja? Es gibt ja auch so etwas wie FM4. Schaut euch an, was da berichtet wird. Geht dorthin, weil ihr habt es bezahlt. Es sind eure Medien. Ihr kauft die. Ihr müsst dafür auch Gebühren bezahlen in Österreich, oder? Also gut. Ja? Dann sind es eure Medien. Und wenn eure Medien Schrott machen, brauchen die auf jeden Fall Unterstützung. Ihr seid die neuen Reporter und ihr könnt es ja offensichtlich besser, weil ihr kommt ja trotzdem hierher, obwohl die Medien etwas anderes schreiben, weil ihr habt sie dechiffriert. Ihr seid also intelligent genug zu erkennen, wenn die Medien Scheiße erzählen, okay? Dann kommt ihr her. Das ist ein Beweis dafür, dass ihr schlauer seid, als die Medien glauben, dass ihr seid. Ihr seid schlauer. Ihr seid einfach schlauer. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ich sage danke, Wien. Mein Name ist Jebsen, meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Ich bin echt stolz darauf, dass Deutsche, Berliner mit Wienern so intensiv zusammenarbeiten. Ich glaube, die Bewegung wird einfach größer. Durchhalten, Freunde, egal wie das Wetter wird, egal welche Veränderungen. Vielen Dank. Das war sicher ein Film auf 15 Minuten, aber es war absolut in Ordnung. Die Frage-Antwort-Stunde, wenn man sie nennen kann, ich glaube, die muss derzeit mal ausfallen, weil wir haben nämlich eine ziemlich lange Redeliste.